Wie kann man eigentlich die Beziehungen zwischen Deutschland und den USA noch stabilisieren in dieser Lage? Das ist die große Frage, der ich hier nachgehe in Washington DC und tatsächlich interessante Informationen zutage befördere. Die amerikanische Regierung vertuscht, wer Nord Stream in die Luft gesprengt hat. Die Vermutung ist, und das ergibt sich aus meinen Gesprächen, dass zwar die Amerikaner das unter Zusammenarbeit mit anderen getan haben, aber, und das ist mein Theorem, meine persönliche Meinung, ich kann es leider noch nicht untermauern, weil die Informationen ja alle vertraulich sind, auf Bestellung der deutschen Bundesregierung, um die sozial-ökologische Transformation durchzuführen. Das ist ein Hammer, aber das scheint mir tatsächlich Faktenlage zu sein. Der Wokeism hier ist auch ein ganz riesengroßes Problem, vertreten von einigen zentralen Kräften der sogenannten Demokraten, die hier versuchen, diese LGBTQ-Agenda, aber auch diese ökologische Agenda, die wir von den Grünen in Deutschland kennen, hier radikal durchzudrücken. Radikalster Vertreter ist Kamala Harris, die Vizepräsidentin hier, aber eben auch Joe Biden, der Präsident der Vereinigten Staaten, während die Republikaner diesem versuchen, Einhalt zu gebieten, aber dabei natürlich teilweise außenpolitisch ungeschickt vorgehen. Es wird eben nicht beachtet, dass es Europa auch gibt und dass dort große Zweifel an tatsächlich der Integrität der Vereinigten Staaten von Amerika bestehen. Trotzdem besteht insgesamt kein Zweifel. Die Amerikaner sind ein wesentlicher Bündnis- und Allianzpartner in der NATO und militärisch ganz im Allgemeinen, ökonomisch einer der wichtigsten Handelspartner, die Deutschland hat. Und genau deswegen ist eben die Vertiefung der Beziehungen zu den Vereinigten Staaten von so besonderer Bedeutung. Sie dürfen eben nicht überlagert werden vom Wokismus, sie dürfen auch nicht überlagert werden davon, wenn unsere eigene Bundesregierung Hochverrat begeht und sich dazu unserer Allianzen bedient. Das darf nicht ein trennender Faktor sein. Wir müssen auch aufpassen, uns nicht in die Hände Chinas treiben zu lassen, das natürlich gerade auch versucht, die Länder untereinander auszuspielen, um sie selbst in ihrer neuen Seidenstraßeninitiative zu integrieren und dabei zugänglich zu machen für einen ja sehr undemokratischen Autoritarismus, der entsprechend sich ergötzt in digitaler Dauerkontrolle der Bürger, in dem Abwesensein jeglicher Menschenrechte und natürlich auch in der Umgehung jeglicher Patente und Handelsregeln, die sich die Welt je so ausgedacht hat. Also wir sind hier tatsächlich in einer neuen global-strategischen Situation, nicht nur mit Russland, das habe ich jetzt ja noch gar nicht erwähnt, sondern insbesondere auch mit China. Und wir müssen uns gut überlegen, mit welchen Ländern wir eine zukünftige Zusammenarbeit pflegen und intensivieren wollen und mit welchen nicht. Ich glaube, dass in der Tat die Vereinigten Staaten ein verlässlicher Partner sein können, wenn sie es schaffen, den Wokism, diese ökologischen Furzideen der Demokraten in diesem Land tatsächlich zu beenden und ein für alle Mal die Pride Flag abzuhängen, dann wird es auch wieder eine Zusammenarbeit mit einem konservativen christlichen Amerika geben können. Davon bin ich überzeugt und dafür trete ich ein und dafür bin ich in Washington. Herzliche Grüße hier vom Kapitol.